Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Laura Morgé. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Mit 0:1 musste sich der FSV Frankfurt am vergangenen Samstag zu Hause gegen den FC 08 Homburg geschlagen geben. Trotz numerischer Überzahl ab Spielminute 52 reichte es am Ende nicht zum wichtigen Punktgewinn. FSV-Cheftrainer Tim Görner zeigt sich nach dem Spiel aufgrund des Spielverlaufs enttäuscht. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr leidenschaftlich verteidigt, haben wenig bis gar nichts zum Gegner eigentlich zugelassen. In der zweiten Halbzeit hatten wir einen anderen Spielverlauf erwartet. Durch die gelb-rote Karte hat sich das natürlich dann verändert, sodass wir in die Rolle kamen, dass wir sehr viel Ballbesitz hatten. Kassieren dann einen sehr unglücklichen Elfmeter gegen uns, haben trotzdem genug Chancen uns erspielt, um das Spiel auf unsere Seite ziehen zu können und nutzen diese nicht. Und dementsprechend sehr enttäuschend natürlich. Bereits morgen haben die Schwarz-Blauen den nächsten schweren Brocken vor der Brust. Auswärts geht es zum Derby zu den Offenbacher Kickers. Wie eng es in dieser Saison in der Regionalliga Südwest zugeht, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Mit nur 4 Punkten Vorsprung rangieren die Offenbacher auf Tabellenplatz 9. Das Hinspiel im vergangenen September endete 1:1 unentschieden. Geleitet wird die Partie morgen von Roy Dingler mit seinen Assistenten Marco Oettel und Simon Karcher. Anpfiff ist um 14 Uhr. Weitere Stimmen zum Spiel gegen Homburg und ein Ausblick auf die Partie gegen Offenbach findet ihr wieder auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal in der Rubrik Nachgespielt. FSV Frankfurt spielt unentschieden im Rhein-Main-Cup. Am vergangenen Mittwochabend trennen sich der gemischte Kader der Schwarz-Blauen aus Spielern der ersten Mannschaft und des Nachwuchsleistungszentrums und das Talentteam aus Wien Wiesbaden torlos mit 0:0 unentschieden. Mit der Teilnahme des FSV am Rhein-Main-Cup verfolgen die Bornheimer ihre Philosophie, junge Talente aus dem Leistungs- bzw. Profibereich zu fördern und bestmöglich auszubilden. Auch die Teams unseres Nachwuchsleistungszentrums sind am Wochenende wieder im Einsatz. Am Samstag tritt die U17 des FSV Frankfurt beispielsweise auswärts im Hessen-Pokal gegen die Mannschaft des SGV Rot-Weiß Darmstadt an. Alle weiteren Termine bzw. Testspielgegner unserer Nachwuchsmannschaften findet ihr auf der Homepage des FSV Frankfurt. Wie immer wünschen wir allen Mannschaften viel Erfolg. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Aufgrund des Feiertags am kommenden Freitag sehen wir uns erst wieder in 2 Wochen. Dann aber wieder zur gewohnten Zeit um 18.99 Uhr. Es war zu lang, ich wollte nur allen frohe Ostern wünschen.